Willkommen zu einem Video. Mein Name ist Bachi und heute geht es um Aquarienunterschränke. Ich bekomme das immer wieder Fragen, was für Unterschränke ich hier habe und welcher am besten ist. Das zeige ich euch heute. Die Aquarien sind doch finster, aber es macht nichts. Es geht eher um die Unterschränke hier. Ich habe hier ein paar unterschiedliche und hier ist auch schon ein neuer. Zu denen komme ich erst später. Und zwar fange ich mal an mit den zwei, würde ich sagen, besten Unterschränken vom 90P und 60P. Das sind Premium Cabinets von Liquid Nature. Und die finde ich einfach am besten. Also ich finde die zum einen am schönsten und am schönsten verarbeitet. Also ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt, aber es ist lackiert, nicht laminiert. Das erkennt man ganz gut an den Ecken. Weil bei laminierten Schränken hat man oft hier so Ecken, was nicht so schön sind. Und bei lackierten ist es einfach viel schöner. Ich glaube, der ist so dreimal lackiert oder so, also mehrere Schichten. Und auch von innen komplett. Auch das Einlagebrett, was hier ist, ist drinnen lackiert und auch die ganzen Seiten und so. Und er hat Push to Open, also einfach aufdrücken und er geht auf. Soft Close, also fällt nicht zu und ist nicht laut. Also ganz cool. Dann hat er noch verstellbare Füße. Also hier überall sind so kleine Abdeckungen, die kann man rausmachen. Dann kann man die Füße von innen verstellen und so den Schrank ausrichten. Einfach, wenn der Schrank steht und man braucht ihn nicht irgendwie hochheben und unten herumschrauben, sondern kann einfach die Füße von innen verstellen. Und das sind auch die Hauptfeatures. Hier drinnen ist die Naht und so noch silikoniert. Also auch ganz cool, dass es von innen ganz silikoniert ist. Da kann nichts passieren. Hier die Öffnungen auf den Seiten sind auch komplett lackiert und auch sehr schön. Also finde ich auf jeden Fall ganz cool. Und ich muss sagen, die Schränke finde ich einfach am coolsten und am schönsten. Beim 60P ist dasselbe, nur ein bisschen kleiner für 60P. Sind aber natürlich auch ein bisschen teurer. Ich werde euch das verlinken in der Beschreibung. Dann kommen wir zu den Schränken hier. Und zwar, der hier ist selbst gebaut. Der ganz linke ist auch selbst gebaut, der in der Mitte ist gerade ein bisschen zerlegt, weil ich davon ein paar Teile gebraucht habe für den neuen selbstgebauten. Der in der Mitte ist ein IKEA Bester Schrank, kann man auch verwenden. Ich muss auch sagen, mir gefällt er nicht so optisch. Also die Füße hier unten passen gar nicht zu den anderen, von der Höhe passt er nicht dazu und den Korpus gibt es nur in schwarz. Die Türen gibt es mittlerweile auch so in so einem matten Grau, das ist ganz cool, aber die Korpus in der schwarzen Holzoptik passt einfach nicht dazu, deshalb tausche ich den jetzt aus. Dann habe ich den Schrank und den Schrank hier selbst gebaut und die sind beide aus MDF gebaut, so wie der neue, was jetzt kommt für 45p, auch aus MDF, 16mm. Ich werde dazu kein richtiges Tutorial machen, wie man das macht, aber wie man vielleicht hier sehen kann, die sind ein bisschen unterschiedlich und zwar der hier, den habe ich lackiert und damit bin ich nicht wirklich zufrieden gewesen dann und jetzt auch nicht. Vielleicht tausche ich den auch noch irgendwann mal aus, aber vielleicht, wenn man das sehen kann, die Lackierung und so ist nicht so schön. Auf der Kamera und auf Fotos kommt das nicht so rüber, aber in echt sieht man das sehr. Ich habe hier so eine Lade eingebaut, das ist ganz cool und sehr praktisch. Und auch hier drinnen ist er lackiert und so. Das ist eigentlich ganz cool, aber die Lackierung selbst gefällt mir halt selber nicht. Weil ich habe da zwar mehrere Schichten gemacht, also mit Grundierung, dann abgeschliffen, neue Schicht Lack, dann wieder abgeschliffen und so weiter. Aber richtig schön mit der Lackierung nie, also bin ich da nicht so ganz zufrieden. Aber dann kommen wir zum Schrank von Terra 30 und den habe ich auch aus MDF gebaut. Sieht man auch von drinnen und vielleicht sieht man es jetzt schon. Ich habe den foliert und zwar mit so einer ganz normalen Folie vom Baumarkt, dunkelgrau. Passt ganz gut zu den anderen Schränken und das hat ganz gut funktioniert, also bis auf die Ecken. Die sind nicht so ganz hundertprozentig perfekt und so, aber sonst schaut es sehr schön aus und gefällt mir sehr gut. Und das werde ich jetzt auch mit denen hier machen, also mit dem Schrank. Den habe ich jetzt schon zum Teil aufgebaut. Wie gesagt, MDF 16mm. Hier ist halt ganz wichtig, dass das Holz die obere Platte auf der Seitenplatte und hinten aufliegt. Genauso wie unten, damit das Gewicht einfach schön verteilt ist. Und auch hinten ist eine Rückwand, damit der Schrank stabiler ist. Hier drinnen zwei Scharniere und ein Loch nach hinten. Oben ein Loch und auf der Seite. Ich habe nur auf einer Seite ein Loch. Und ich werde den jetzt noch ein bisschen abschleifen. Ich habe die Löcher zum Teil ein bisschen zugemacht, aber durch die Folierung ist es nicht so schlimm. Das muss da ziemlich gerade sein. Ich werde den jetzt noch ein bisschen abschleifen, dann folieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Und fertig foliert ist der Schrank. Er ist jetzt nicht ganz perfekt, also meine Kanten sind nicht so ganz schön. Aber im Grunde bin ich ganz zufrieden. Ich habe hier auf der Seite so einen Cover-Durchlass für die Schläuche und so. Und hier unten ist halt noch nicht foliert drinnen. Ich denke, das werde ich auch lassen. Vor allem bei beim 45B, da fühlt er erstmal hier auf der Seite oben. Und ja, also ich bin so grundsätzlich zufrieden, aber im Vergleich zu den Premium-Kabinetts von 60P und 90P ist schon ein großer Unterschied. Aber natürlich vom Preis ist auch ein Unterschied. Also, wenn man ein bisschen handwerklich begabt ist
und vielleicht auch ein bisschen besser ist im Folieren als ich, dann schafft man es sicher noch ein bisschen besser, ein bisschen schöner. Aber so finde ich, geht das ganz gut. Der Unterschrank steht jetzt hinter mir, wie ihr sehen könnt, und gefällt mir viel besser als vorher. Aber jetzt, was ist der beste Unterschrank? Ich kann euch da nicht wirklich was empfehlen. Das müsst ihr eigentlich selbst entscheiden, ob ihr die Qualität wertschätzt und so viel Geld ausgeben wollt, wie für so einen Premium-Kabinett, der einfach am schönsten verarbeitet ist und auch wirklich jahrelang halten wird und sehr stabil ist. Oder ob ihr selbst was baut, ob ihr da handwerklich geschickt seid. Ich muss sagen, ich habe es jetzt auch wieder gemacht. Es ist nicht so schön geworden, wie ich gern hätte oder wie die Premium-Kabinetts. Es ist in Ordnung, wenn man so viele Aquarien hat, dann ist es ein bisschen schwierig. Da kann man nicht für jeden so einen teuren Unterschrank kaufen. Aber jetzt erstmal ist es so und ich bin jetzt erstmal auch zufrieden. Auf jeden Fall besser als der IKEA-Bester-Schrank. Der ist zwar für so ein Aquarium, ich denke bis 60 geht es noch, wenn man den verstärkt. 45p, ich hatte den jetzt nicht verstärkt. Da muss man echt wirklich selbst entscheiden, ob man denkt, dass es stabil genug ist. Weil die Regale von IKEA und so sind meistens nicht für das Gewicht ausgelegt. Da müsst ihr schauen, ob ihr das verstärkt und auch wirklich selbst entscheiden oder einen Experten das erholen, ob das wirklich hält. Also ich möchte euch da nicht irgendwie empfehlen, dass ihr ein Aquarium auf irgendeinen billigen Schrank aufstellt von IKEA und der dann nichts aushält nach ein paar Jahren. Vor allem, wenn der dann nass wird und so, ist immer eine Problematik, weil das ist ja oft so nur so ein Karton-Bauweise, was ganz okay ist, aber halt für Aquarien, wenn das nass wird, nicht so gut ist, wenn sich das aufweicht mit Wasser, dann ist es nicht mehr so stabil. Ich würde immer sagen, so ab 60 cm sollte man schon echt überlegen, ob man einen Aquarium-Unterschrank kauft oder einen Schrank verstärkt. Alles über 60 würde ich auf jeden Fall einen Aquarium-Unterschrank kaufen oder halt selbst was bauen, wenn man da halt handwerklich geschickt ist und das kann und auch ein bisschen Ahnung hat, wie man das jetzt baut, dass es wirklich stabil ist, weil wenn man jetzt irgendwas zusammenschraubt, muss es ja auch halten. Es ist auch immer sehr unterschiedlich, ob es in die Wohnung passt. Bei mir passt das ja mit dem Grau ganz gut. Die Premium-Kabinetts gibt es zum Beispiel auch in anderen Farben auf Bestellung, in Weiß zum Beispiel. Das dauert ein bisschen länger, aber vielleicht passt das dann besser in die Wohnung. Bevor ich euch den Schrank nochmal genauer zeige, würde ich euch bitten, dass ihr, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dem Video einen Daumen nach oben gebt. Unterstützt mich sehr und mich sehr freuen. Aber dann gehen wir zum Schrank. Also hier haben wir jetzt den Schrank, also auf jeden Fall auch abschließen. Das finde ich immer ganz schön, wenn die Schränke nicht überstehend sind. So wie der hier, der ist auch überstehend, das werde ich vielleicht auch noch irgendwann mal ändern oder generell das 60F wegmachen und was anderes hinmachen. Und hier das Kabel muss ich noch ein bisschen verstecken, muss ich noch schauen, wie ich das am besten mache. Aber so gefällt mir das auf jeden Fall sehr gut. Wenn man jetzt hier so schaut, die Kante hier zum Beispiel muss ich vielleicht noch ein bisschen abschneiden, da ist eine Kante von den Folien, das ist noch nicht so ganz schön. Auch hier ist dasselbe ein bisschen, das habe ich nicht besser folieren können. Ich hätte das schon irgendwie komplett folieren können, dass es auf einer Seite rüber geht, aber habe ich jetzt leider nicht gemacht. Bei der Tür innen ist es halt hier rein gemacht, überlappend. Ich weiß noch nicht, ob ich drinnen was mache, ich lasse es erstmal so. Hier habe ich auch schon die eine Steckdose montiert und die andere liegt noch am Boden, die muss ich vielleicht auch noch montieren an der Wand, damit halt noch mehr Platz ist. Ich werde hier auch vielleicht irgendwann noch den Filter tauschen, aber jetzt erstmal bin ich mit denen eigentlich ganz zufrieden. Optisch ist halt Geschmackssache, viele finden den nicht so schön. Mich stört das jetzt nicht so extrem, aber es gibt schon schönere Sachen, wie zum Beispiel nur so ein Glas wäre. Deshalb habe ich hier auch noch schon so ein Loch reingemacht, damit ich dort dann das Glas durchführen kann. Und das ist der Schrank von innen, ist halt jetzt nur das Holz. Also wenn es nass wird, ist es nicht so gut. Ich habe jetzt den Filter nicht drinnen, da ist das kein Problem. Danach muss ich halt schauen, vielleicht mache ich dann noch, dass ich den innen lackiere oder so. Und die Tür ist halt auch soft close. Jetzt noch nicht push to open, ich weiß nicht, ob ich das noch nachrüste. Ich hätte jetzt sowas da, aber stört mich jetzt eigentlich nicht so, das kann man ganz gut eigentlich aufmachen. Das war's jetzt zu den Unterschränken. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Die Premium-Kabinetts von Liquid Nature habe ich verlinkt, sind Affiliate-Links, also wenn ihr über Links unter meiner Beschreibung einkauft, dann unterstützt ihr mich damit ohne Mehrkosten, also würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht, wenn ihr irgendwas kauft bei Liquid Nature. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao!